So, meine lieben Schäfchen, heute zeige ich euch, wie man dieses wunderschöne Blattrippenmuster strickt. Du benötigst eine Maschenzahl teilbar durch 16 und 2 und zwei Randmaschen. Ich schlage 20 Maschen an. Erste Reihe, Randmasche, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, 3 Maschen rechts, fertig ist das Muster, das ist der Wiederholrapport. Und nun am Rand noch 2 Maschen links. Und eine Randmasche. Die Rückreihen werden immer gleich gestrickt, die Maschen wie sie erscheinen, nämlich nach der Randmasche 2 Maschen rechts, 6 Maschen links, 2 Maschen rechts, 6 Maschen links, 2 Maschen rechts, immer abwechselnd. Dritte Reihe, Randmasche, wieder 2 Maschen links, nun wird das Muster ein bisschen versetzt, 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Und eine Randmasche. Die Rückreihe, die vierte Reihe wieder genauso wie vorher. Immer abwechselnd 2 Maschen rechts, 6 Maschen links. Beziehungsweise einfach so, wie sie erscheinen. Fünfte Reihe, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen, eine Masche rechts und 2 Maschen links, Randmasche. Rückreihe wieder Maschen, wie sie erscheinen. Das Muster besteht übrigens aus 8 Reihen. Siebente Reihe, Randmasche, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, wieder ein Umschlag, eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, drüber ziehen und 2 Maschen links, Randmasche. Und auch die achte Reihe, die Maschen, wie sie erscheinen, genau wie die vorigen Rückreihen. Nach dem ersten Musterrapport siehst du noch nicht viel von dem Muster. Du siehst dann nur zwei so schrägen verlaufen. Erst ab dem zweiten Musterrapport entfaltet sich das Blattmuster. Und so sieht's aus. Wunderschön, ein klassisches Aschurmuster.